Willkommen heute zur nächsten Folge von Fast of Exile und ja, heute geht es weiter im dritten Akt und mal sehen, wie weit ich da heute komme, ob ich hier den ganzen Bogen abschließen kann bis oben zum Bosskampf, zum letzten Bosskampf im dritten Akt. Also mal schauen. Bossgegner awaits me. Ah, hat mich schon gefangen, der Drecksack. Naja. Und mich aber jetzt auch nicht aufhalten. Ah, okay, das Hatebeat. Noch ein Boss für die Area. Dürfte ich jetzt gleich mein Level voll haben. Komm. Noch ein Tick fehlt. Ja, erstmal geht's hier Richtung Mana. Noch einen Punkt weiter und dann habe ich die Mana Regeneration mit 40% aktiviert. Na, Elrond, dann mal auf, das Ding zu verteidigen. Okay, zu einfach. Tja, er ist Level 3, das heißt, ich kann jetzt mein Hideout beginnen. Okay, auf zu Piety. Zumindest. Der Kampf geht zwar noch nicht zu Ende, aber immerhin. Du bist beatific, weil du antwortest auf Nein. Und das ist, warum niemand dich missen wird. Na komm, lauf nicht weg. Chop, chop, chop. Nix von wegen hier. Ha. Naja. So, der erste Breach für heute. Oh, da warten auf jeden Fall eine Menge Viecher. Hey, da ist eine Clapsed Hand. Und da oben ist so ein gelbes Monster. Hey, noch eine Klebstein, schnell hin da. Macht nix. Jum. Naja, aber keine. Doch, da habe ich Splinter of Tio bekommen von dem Goldenen. Naja, der sollte doch in der anderthalb Minuten zu schaffen sein. Jupp. Und? Aber. Weckt er die anderen alle wieder auf. No. Oh, wenn ich teleportiere, verliere ich den Geist. Nicht gut. As you honor the ancestors, you honor yourself. Was ist denn hier los? Warum hauen die denn so kräftig zu? Oh, Level 33. Die sind ein paar Level über mir. Oh, noch 14 Sekunden. Vier Sekunden noch. Das sollte doch wohl zu machen sein. Ja.
Boah. Hey, noch eine Collapse Hand gefunden. Naja, das war's. Mein Mana Refresh. Mal gucken, wie viel es insgesamt bringt. Mana Regeneration 5,6. 9,6. Naja, immerhin 4 Punkte mehr. Mal wieder eine Essenz. Ist doch schon Spiky. Na, wo steckst du jetzt? Du verrückter Spiky. Oh, super, hier ist auch noch ein Ghost. Oh, der ist schon abgehauen. Spine Snap. Der verrückte irgendwas Hüpfer. Den ich am wenigsten mag. Aber er ist erledigt. Contentment. Da ist der Geist mit dem großen Hammer. Die kann ich auch in mein Hideout einladen. So you finally found yourself a dwelling. Perhaps you have room for another lost soul. Fate will find you. Okay, die bleibt trotzdem hier. So, da sind die Legionäre, die inzwischen hier die Boss-Gegner stellen. Ja, zumindest können sie sich nur gegenseitig heilen und nicht jedes Monster verschlingen. Schöne große Area. Mal gucken. Oh, da ist gleich so ein Goldvieh. Na komm, den goldenen kriegen wir doch noch klein. Ja. Gibt es hier irgendwas zu holen? Oh, nicht schon wieder zusammenbrechen. Naja, zumindest zwei Splinter auf jeden Fall bekommen. So, nachdem die Sachen jetzt erledigt sind, kann ich mir erstmal hier noch die Stärke abholen. Dann brauche ich den auch gar nicht so bald. Und danach geht es dann hier oben zu den Resistenzen. Der Assassine. Yes, you'll do. Now listen carefully, for I do disdain repetition. Kill this selfish malcontent and do it with all possible speed. Genau, die Gegend ist jetzt schon zu Ende, aber wer weiß, wo jetzt dieser Typ rumspringt. Da ist er. In einer Minute soll ich dich killen. Wenn du mir die ganze Zeit ausweichst, naja, mit den ganzen, ja, mit deinen ganzen Monstern hast du dich selber erledigt, aufgrund meines Ash-Kills. Ah ja. Marcos, the defaced.
Na, sein Schild war aus. Und jetzt ist es aus mit ihm. Naja, gleich bist du erledigt. Ah, du heilst dich? Was soll denn das? Now that was a proper challenge. Well played, Exile. Dann zeig mal, was da drin steckt. Beauty will grow from your remains. Oh, da kommt noch ein großer aus. Vielleicht zwei, drei. Wow. Nicht zusammenbrechen. Fünf Monster, das heißt, da bin ich jetzt genau in der Boss-Gegner-Area. Mal gucken, welcher Boss das hier ist. Okay. Läuft zumindest etwas langsam durch die Gegend. Bone Shaper. Hey, den habe ich ja schon ganz ordentlich getroffen. Schön. Ach, gleich am Anfang ein großer Hund. Na, das geht ja mal nicht. Kotzen wieder überall Lava hin. Ach, da ist schon wieder so ein Monster. Captain Aurel Janus. So, die Monster in der Area sind jetzt alle besiegt. Und jetzt kann ich mich nacheinander den drei Breaches widmen, bevor ich dann zu den Docks gehe. Also starte ich mit dem da oben und dann bin ich mal gespannt, wie sich das aufeinander aufschaukelt. Und wie schwierig die werden. Ah, da ist jetzt eine Collapse Hand. Schnell hin. Ja. Nicht. Naja, okay. So, Nummer 1. So, Nummer 2. Vielleicht der nächste von diesen Bossen. Boah, drei. Raus hier. Wir wollen die Dinger da erledigen. Ja, ja. Okay. Habe ich sie noch erledigt. So, auf zum dritten. Okay, das scheint vom gleichen Typ wie der zweite zu sein. Da ist sogar eine Collapsed Hand. Weg hier.
My mana is gone. Ah, oh nein, da kam gerade noch so ein... Ja, irgend so ein anderes Monster noch. Aber auf jeden Fall zumindest jetzt den ersten Ring für heute gegeben. Ah, oh, da ist schon der Hundi, gleich da vorne. Ja, wo ist er denn? Da, der Revant. Das war's. So, hier sind jetzt schon die Seals. Wundteig. Inferno. Und beide erledigt. Na dann, Elrond, soll ich wieder die drei Dinger kaputt machen oder müssen die diesmal wachsen? Naja, das war easy. So, Göttin, dann komm mal von deinem Thron runter. Goddess of Purity. Naja, das war ja einfach. So, auf den Spirit zu holen. Aber bewegen tut sich der nicht, ja? Bewegt sich nicht von der Stelle. Naja, mal schauen, ob die Schürde. Okay, doch, du kannst dich beamen. Schauen wir, ob die Höhle dann hinter mir einstürzt, sobald du weg bist und ich den Geist aufnehme. Nee, Wirbelstürme. Nee, die sind ja zumindest nicht so schlimm. Ach, du Bastard. Mit allen Elementen willst du mich hier killen, ne? Aber das kriege ich auch hin. Es ist schon vorbei und ich habe kaum einen Kratzer. Das ist doch schon mal gut. Das war's für dich. Death appears to like you, Breather. And if death likes you, I like you.
Okay, da ist der Boss-Dweller. Tötet. Und der Klo. Ah, und die kann gleich wieder neue rufen. Prima. Was hier natürlich wieder schadet, aufgrund der Overkill-Damage. My mana is gone. Wieder ein Encounter vervollständigt. Und zwar die letzte Strongbox, die noch notwendig war. Ja. Damit sind jetzt inzwischen 4 Challenges abgeschlossen. So gut, wie ich in der letzten League auch gewesen bin. So, General Gravisius, dein Ende naht. Aber immer doch. No? Without men like you, Gravisius, this land might just start healing itself. So, da vorne müsste jetzt der erste Bossgegner sein. Ja, genau, da ist nämlich schon der in dem roten Klamotten. Deshgrand Imperator. Und gestorben. Oh, mein erstes Unique? Ich glaube schon, ne? Cannot evade enemy attacks. Na, prima. Das lohnt sich aber nicht, finde ich. Okay, hier kommt jetzt dieser andere Brutus-Verschnitt. Genau, da sind schon seine 3 Unterstützer. Und da ist Cole. Oh. So nicht. Bis sein Rave da nicht so weit reicht. Da ist Spinecrack. Ach, da ist wieder so ein großer. Das ist eine Collapse Hand. Oh, 2. Komm, die müssen wir doch noch klein kriegen. Schnell! Ja! Das war knapp. So, dann geht's jetzt in den Kampf mit Piety. Greater existence for us.
What have you ever done but serve yourself? Tja, Piety, das wird nicht lange für dich gut gehen. Ha, flüchten hilft ja auch nichts. So, Piety. Death doesn't fix anything, Piety, but at least it won't get any worse. Ja, so eine Hand kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und da ist auch der Weg zum Garten. Na, das passt ja. Hey, was ist das denn? Neuer? Ah, da kann die Dinger nicht sterben. Ja. Aber immerhin. Ein paar Splinter auf Ash habe ich bekommen. Da ist Maximus. Und auch Maximus geht zu Ende. Da ist Stormy. Aber hat er nicht viel aufzubieten diesmal. Ah, da ist Mr. Boss. Nicht einfrieren lassen. Naja, aber lange hältst du auch nicht mehr durch. Zack, erledigt. Ey, das ist auch ein Butch Exile, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Na, super. Gibt ja noch nicht genug Monster hier. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ja, aber der mit dem Feuer, wenn ich ihn mal treffe, ist es schon ganz ordentlich. Also. Aber hast nichts Goldenes hinterlassen. Sauerei. Ach, der auch noch. You're late. Yet as luck would have it, our latest loose thread remains in the vicinity. Oh, da ist gleich der große Wurm mit dabei. Natürlich. Kommt ja auch nicht alleine, Feigling. War es gleich für dich, du Wurm. Tja, eine kleine Flasche. Super. Boah, da ist wieder solch. Da komme ich ja überhaupt gar nicht hin erstmal. So was Unübersichtliches. Na los, komm, den kriegst du doch klein. Ja. Und jetzt den zweiten. Den dritten. Nein! Hat man endlich mal eine vernünftige Auswahl und dann schwupp, ist das Ding schon wieder zu. Zwei additional Silver Coins. Okay, da ist auch schon die Master-Mission. Ah, toll, jetzt ist die auch gleich gestartet. Naja, und Lesso, du bist nicht sehr widerstandsfähig im Moment.
Also mit den Pfeilen ist das hier echt praktisch. Ja, das Labyrinth kommt aber erst beim nächsten Mal. Ach, nicht du schon wieder. God has glorious plans for us today. You ready, Exile? It's us or them, Crusader. Us or them. So, da ist auch schon der Fallensteller. So, mal schauen, wie schnell ich den erledigen kann. Ein paar ordentliche Treffer und der ist hinüber. Ja. Dieses Mal hast du mich nicht lange aufgehalten. Naja, da ist er schon. Er ist ganz in der Nähe. Da oben. Der kleine Bossgegner für den Turm. Ja, jetzt trifft den gefälligst. Wieso geht er immer schneller? Du hast schon seit längst keinen mehr. Na also, jetzt ist er vorbei. So, das Sicherheitsportal geöffnet und dann. Hallo. Ja, der verliert schon schnell an Leben. Aber anscheinend habe ich mich mit zweien angelegt. Naja, der erste ist schon hinüber. Jetzt kommt die Magierin dran. Die auch schon gleich weg ist. Dann geht noch der Feuerwerfer. Mit dem Damage over Time kann ich zumindest regelmäßig in Deckung gehen. So, jetzt kommen die anderen drei. Oh, da habe ich auch schon wieder zwei mitgenommen. So, dann ist aber noch ein Level aufgestiegen. So, jetzt fehlt nur noch einer. Da ist er schon. Mach dich doch nicht lächerlich. Deine Kreaturen kommen überhaupt nicht an mich ran. Und wo steckst du überhaupt? Ah, da bist du ja. Hm, noch ein bisschen mehr Cold Damage. Ja, bei den Resistenzen ist es im Moment ganz gut.
Ja, ja, nicht so dicht dran stehen bleiben. Ups, nicht ins Kreuzfeuer geraten. Komm, jetzt musst du dich gleich wegbeamen. Ja. Mal Gift ausbringen. Ja, fang gleich mit dem Regen an. Gleich mal wieder auf die Fläche gehen. Dominus ist schon zu mehr als der Hälfte weg. Ich glaube nicht, dass es noch einen weiteren Regen geben wird. Na, wie viel hast du noch? Erledigt. Some of us live to regret our mistakes. Some of us don't. Try not to take it personally. Hallo, Lady Diana. Ja, also, soweit für heute. 6 Stunden gespielt. Und ich bin jetzt zumindest so weit wie in der letzten League. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Das Einzige, also ja, ich habe jetzt sogar schon 5 Challenges abgeschlossen. Genau, weil die Waypoints waren jetzt, glaube ich, dann genau vorhin das letzte. Und ja, nächstes Mal geht es dann weiter im Akt 4. Beziehungsweise vorher werde ich dann eben noch das Labyrinth abschließen, damit ich da tatsächlich dann einmal meine Spezialisierung aktivieren kann. Und ja, also bis zum nächsten Mal, wenn ich dann hier weiter den Bogen hier oben rumlaufe, um dann meine Chaos Damage und Chaos Resistant natürlich hochzubringen. Also vor allem erstmal die Chaos Resistant, damit die dann zumindest schon mal bei 0 ist, wenn dann die 20% Malus im nächsten Schwierigkeitsstufe dazukommen. Im Moment sieht es ja mit den Resistenzen bis auf Cold Resistant sind die anderen beiden ja schon mal ganz okay. Also dann bis zur nächsten Folge, dann weiter im Lords Labyrinth und danach dann die Vervollständigung von Akt 4. Also, tschüss!